In diesem Video zeige ich dir, wie du easy peasy eine Explosion in Blender erstellst. Los geht's! Als erstes deleten wir unsere Cube, die brauchen wir nämlich nicht dafür. Wir benötigen eine Plane. Die skaliere ich mir jetzt noch auf die Größe, die ich benötige. Als nächstes benötigen wir ein Material. Nachdem wir das hier angeklickt haben, gehen wir hoch zum Shader Editor. So, angekommen. Den Principal, den löschen wir, den benötigen wir nicht. Nur Material Output. Als nächstes benötigen wir einmal die Image Texture. Danach brauchen wir einen Mix Shader. Der Mix Shader kommt in Surface und der Image Texture kommt in Mix Shader rein. Als nächstes kommt jetzt einmal ein Emission Shader. Und als letztes benötigen wir noch einen Transparate Shader. Der Transparent Shader kommt in den Mix Shader rein. Image Texture kommt in Emission, von Emission aus nochmal zum Mix Shader. Wie ihr seht, sehen wir oben noch nichts. Jetzt benötigen wir eine Movie-Datei. Ich packe euch in die Videobeschreibung einen Link zu einer Webseite, wo ich hauptsächlich bin. Als nächstes gehen wir zum Material. Wir müssen nämlich noch bei Settings eine Einstellung machen. Und zwar vom Blend-Mode gehen wir und stellen dann Alpha Blend ein. Als nächstes gehen wir hier unten links, klicken auf Cyclic und Auto Refresh. Jetzt könnt ihr wählen, wann euer Frame starten soll und wie lange die Frames sein soll. Da würde ich jedem mal raten, ein bisschen rumzuprobieren, so dass das Ergebnis euch gefällt. Und wie ihr seht, alles wird auf eine Plane projiziert. Damit könnt ihr sehr viel Rechenleistung sparen. Und mit Emission könnt ihr nochmal alles etwas heller einstellen. Und voilà, fertig ist unsere Explosion.